Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War in einer sehr schwierigen Lage. Die Spanier stehen hier vor Chicasa. Ja, und wir haben hier leider eine Schlacht verloren. Wir müssen jetzt mit unserer Hauptarmee wieder dorthin, aber die werden es jetzt wahrscheinlich vorher erobern. Ich lasse auch mal ein bisschen Geld. Ja, ich lasse mal ein bisschen Geld noch übrig. Und wir gehen in die nächste Runde. Sind übrigens auch jetzt mit Venedig im Krieg und mit Italien. Wenn jetzt noch Frankreich den Krieg erklärt, dann haben wir ein echtes Problem. Dann haben wir hier mit jedem Krieg. So, Frankreich. Okay, was machen die Spanier? Gut, sie greifen an und erobern höchstwahrscheinlich. Jawohl. Wie vorausgesagt. Wow, 7 Verluste haben wir hinzugefügt. Ich hoffe mal nicht, dass sie noch gleich die nächste Stadt erobern. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Nee. Okay, immerhin haben wir das nicht verloren. Aber wir werden das hier zurückerobern, das verspreche ich euch. Ah, und unsere Armee hier ist angeschlagen. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, das Ganze. Aber wir erobern das zurück. Wenn uns jetzt die Schweden nochmal den Krieg erklären, dann gibt es auch Ärger. Schön brav bleiben, Schweden. Okay. Wir haben euch teuer bezahlt. Savoyen, Persien. Die Irokesen, ja, nach den Spaniern sind dann die Irokesen in Amerika unser Ziel. Aber ich meine, wir haben halt. Oh nein, die Venezianer, Rückzug. Rückzug, Rückzug. Ja, sie verfolgen uns leider. So viel zu unseren Handelseinnahmen dort. Aber immerhin haben sie ein was verloren hier. Katastrophe, ja. Oh, und wie erwartet. Ja, was machen wir jetzt? Rückzug? Oder kämpfen wir? Ich meine, wir haben den General, sie nicht, aber wir haben weniger Einheiten. Das ist jetzt eine sehr enge Sache. Ich will jetzt nicht nochmal dasselbe wie in Amerika haben, deswegen werden wir mal ganz kurz speichern. Weil das ist echt eine harte Angelegenheit hier. Nennen das hier mal. Also, da weiß ich auf jeden Fall, was es ist. So. Sieg! Sehr gut. Hätten wir gar nicht speichern müssen. Sehr schön. Wunderbar. Dann sollte Venedig in der nächsten Runde uns gehören. Die Barbaresken-Staaten, die immer noch Nordafrika hier halten. Und die In dieser Piraten. Provinz gibt es ungenutztes, Ja, fruchtbares die Land. Armee wurde Die vernichtet. Errichtung von Bauernhöfen würde. Ja, wir bauen hier trotzdem echt mal den Bauernhof aus. Eins nach dem anderen. Begraben in Vitriol. Das könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen, aber ich klicke es mal wieder weg. Mich interessiert es jetzt nicht so sehr. Ja, wir haben eine Provinz verloren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, aber diesmal werden wir uns hier nicht. Na, was ist jetzt hier los? Diesmal werden wir uns hier nicht so nähern, sondern schön langsam nur vorgehen. Schön langsam. So. Kann ich die Kavallerie hier abziehen? Kann ich, sehr gut. Dann würde ich hier gerne angreifen. Ich meine, die sind zwar eingegraben, aber ich meine mit 3 Kavallerieeinheiten. Oh, das ist eine volle Armee. Wir haben einiges verloren, aber wir haben gewonnen. Und wir haben ja Geld. Oh, wir haben sogar eine ganze Einheit verloren, verdammt. Also eine Mission erfolgreich, genau. Eigenschaften. Flotte zerstört, das wissen wir leider. Ja, die Armee ist halt hier lachhaft klein. Können wir hier einmal außen rumlaufen irgendwie? Ich will lieber mit der großen Armee einmal außen, oder gehen wir mal hier hin. Ach doch, nicht mit dir, Spion. Aber wir haben sogar hier, perfekt. Die Schlacht machen wir direkt. 125 Verluste, wunderbar. Das heißt, Venedig müsste damit vernichtet sein, wenn ich jetzt nichts vergessen habe.
Fraktion vernichtet. Perfekt, das haben wir genau richtig eingeplant. Das heißt, sie haben jetzt auch alle ihre Flotten verloren. Und uns erobert... Oh, plus 2 auf Moral, sehr gut. Und wir müssen hier natürlich wieder reparieren. Wir haben jetzt hier richtig fette Provinzen. So Hauptprovinzen, die hier diese ganzen Gebäude haben. Die Armee natürlich verbessern. Auch die Armee muss noch verbessert werden. Können wir hier... Ja, wahrscheinlich nicht ganz, oder? Reicht das? Wir probieren es mal aus ohne General. Jawoll! 76 Verluste, nur Sieg. Sehr schön. Mailand gehört uns auch. Wir marschieren jetzt hier in Venedig ein. Perfekt. Keine Aufstände. So gefällt mir das Ganze. Hier müssen wir das reparieren. Die Armee wird verbessert. Die Armee auch. Und als nächstes werden wir dann die Armeen zusammenziehen hier runter. So. Und wenn der Spion schon mal da ist, der kann dann nach Süden hier bitte gehen. Haben wir nicht noch einen Spion hier gehabt irgendwo? Ach, hier drin. Oh, ja, okay, die haben hier auch... Ja, doch, das geht. Die haben sogar Dragoner hier. Süß. Wir werden erstmal infiltrieren, bitte. So, wunderbar. Das hat soweit geklappt. Ja, die Schweden haben hier ihre Flotte, aber alles andere ist noch in Ordnung. Hier bauen wir noch das hier aus. Genau, und dann bauen wir hier bitte auch noch die Straße. Genau. So, dann ist hier die Lage erstmal geklärt. Und hier dann hoffentlich jetzt gleich in der nächsten Runde. Und dann hoffentlich können wir auch noch einen Frieden mit Spanien schließen, sonst kommen die mit ihren Flotten und machen uns richtig Dampf unterm Hintern. Das wäre nicht so schön. Mit den Briten haben wir ja immer noch unser Bündnis. Die Franzosen halten hoffentlich still. Die brauchen wir immer so lange. Ich habe da immer Angst. Je länger die brauchen, habe ich Angst, dass sie mir den Krieg erklären. Machen sie nicht. So, was machen die Spanier Gefährliches? Wollen sie auch noch das Kein-Takt-Territorium erobern? Nein, wollen sie nicht. Okay. Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn sie jetzt Frieden wollen. Nachdem sie das erobert haben. Aber wir mögen diesen Kampf verloren haben. Wir mögen diese Schlacht verloren haben. Und diese Provinz. Aber wir werden den Krieg gewinnen. Das sage ich euch und das verspreche ich euch. Gegen diese spanischen Hunde. Die Spanier sind jetzt unsere neuen Feinde. Schlimmer als die Franzosen. Sie haben uns hinterrücks den Krieg erklärt. Aber das hat uns neue Wege eröffnet. Ich meine, wir sind jetzt in Italien unterwegs und das sind richtig gute Provinzen, die uns richtig viel Geld in Zukunft bringen werden. Unser Ziel, das Deutsche Reich, rückt zwar etwas in Ferne, aber wir werden es natürlich nicht vergessen. Und ich meine, ein bisschen in Norditalien Provinzen zu haben, ist nicht schlecht. Ein Gebäude wurde sabotiert. Wo? Der Hafen. Unverschämt. Du läufst mal dahin, dass du aus dem Weg bist. Dann. Das war eine kleine Armee, oder? Ich meine, die haben sehr viele Milizen. Das ist sogar eine 8, die haben sich da aufgeteilt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommen wir da überhaupt... Ah, wir kommen sogar hier in einer hin. Okay, das heißt aber, wir warten mal noch eine Runde, bis die wieder hier verbessert sind. Hier würde ich gerne einige Einheiten abziehen. Die Husaren noch. Geht das? Ja, das sollte so gehen. Perfekt. Dann bauen wir hier mal Gouverneursvilla. Ah, ich glaube, hier brauchen wir keine Militärakademie. Das machen wir erstmal hier. Au, macht das minus 1? Nein, macht das nicht. Dann holen wir es uns natürlich. So Plantagen. Ja, wir haben wieder viel zu tun jetzt hier. Ja, gut, hier sind Plantagen.
Oh, da haben wir die Wahl. Tabak oder Baumwolle. Da schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, mal wieder in den Handel zu schauen. Also, Tabak oder Baumwolle bringt 16 und Tabak bringt auch 16. Das ist relativ uninteressant. Wir exportieren hier schon Tabak und etwas Baumwolle. Deswegen tun wir mal hier noch Baumwolle machen. So, hier sind ja, hier ist Frankreich, da sind wir im Frieden. Perfekt. Schauen wir erstmal noch die Sachen durch. Oh, die erste Volkszählung in Europa. Und zwar in Preußen. Das lese ich jetzt mal vor. Preußen ist der erste Staat in Europa, der eine Volkszählung durchführen wird. Dieses systematisches Erfassen von Daten zur Bevölkerungsbewegung, zu Geburten, zu Eheschließungen, zu Todesfällen und zur Migrationsstatistik ist mit dem Ziel, eine genaue Bevölkerungszahl zu ermitteln. Muss als ein erstaunliches Beispiel für maschinenartige Effizienz begrüßt werden, was aber das preußische Volk von alledem hält und was die preußische Obrigkeit mit diesen Daten vorhat, lässt sich nur vermuten. Zweifellos geht es letztendlich um die Erhebung von Steuern. Ja, schön. Technologie, ja, diese austauschbaren Teile sind, glaube ich, ganz gut. Was ist in der Lombardei? Wird gestreikt? Nein, oder? Nein. Das ist wieder in Ordnung. Bauberichte, Quotierungsberichte. So, aber jetzt gehen wir in die neue Welt. Jetzt werden wir hier von den Spaniern zurückerobern, was uns gehört. Belagern hier. Und ich gehe mal hier noch mit hin. So, jetzt hat aber Sieg, 266 Verluste. Sehr schön. Jetzt gehört wieder hier alles uns, so wie es sich gehören sollte. Ah, und der Bau wurde hier leider abgebrochen. Das ist ärgerlich. Geldverschwendung. Wahrscheinlich haben sie hier wieder rumge. Ja, da haben sie zum Glück die Finger von gelassen. Wenn Indianer das erobert hätten, dann würden die alles einreißen. Haben die hier das eingerissen? Habe ich hier nicht eine Kirchenschule gebaut? Ja, ich glaube, die haben die eingerissen. Gibt's ja gar nicht. Da haben die einfach eine Kirchenschule eingerissen. Diese spanischen Katholiken. Diese Hunde hier. Ich denke, die Einheiten können mal hier im Süden zurückbleiben, falls es eine Invasion gibt, eine kleine. Ihr kommt noch hier hoch. Ihr geht mal hier hin. Große Armee wird verbessert. Wir werden hier nochmal Milizen rekrutieren. Das geht hier nicht. Und dann müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass wir Frieden mit den Spaniern hinbekommen. Ich meine, wir haben jetzt ihnen richtig viele Territorien abgenommen. Ich meine, wir könnten natürlich noch Neapel uns holen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da bin ich nicht abgeneigt, muss ich sagen. Erstmal hier Rom in der nächsten Runde. Können wir hier schon was rekrutieren? Ja, können wir jetzt sogar. Bauen wir mal noch Milizen. Genau. Könnten mal an Polen wieder ein bisschen Technologien verkaufen. Mögen uns sogar echt. Machen wir mal die zwei schlechten hier. Also für mich sind es immer schlechte, vielleicht sind es auch gute Technologien. Sehr schön. Erfolgreich. Die Milizen können zurückbleiben, unser Heer kann sich in Bewegung setzen. Und wir gehen hier nach Neapel. Und ich meine, wir könnten ja hier schon mal probieren, Attentat auszuführen. Auf den General. Spion enttarnt. Können wir es nochmal probieren? Nee, können wir nicht. Dann können wir es in der nächsten Runde nochmal probieren. So, schön. Es läuft doch trotzdem alles wie geplant. Die Schweden verhalten sich hier einigermaßen. Ja, so ruhig verhalten sie sich gar nicht. Die haben hier echt 7 Einheiten stehen. Ich lasse mal den kleinen General hier, sage ich jetzt mal so schön salopp zurück mit 2 Reitereinheiten. Reicht das? Ja, komm, die lasse ich mal auch mal so noch zurück. Und der Rest, der kommt mal dann
dort runter. Die Hauptarmee. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Milizen gebaut. Ich meine, hier verteidigen sollten wir das dann schon können, falls sie uns angreifen. Deswegen denke ich, ist das mal so weit so gut. Und dann denke ich, sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Unsere nächsten Ziele sind hier Rom und ganz Mittelitalien, auch eine saftige Provinz. Schaut mal hier, 4.409 Geld, was das uns bringen würde. Und auch Neapel, 3.700. Also da schwächen wir auch die Spanier enorm, wenn wir ihnen das wegnehmen. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Und das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.